Hey Dudes, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 14 Karrieremodus mit AC Milan. Und wir sind hier in der Champions League und spielen das Hinspiel gegen den FC Barcelona. Und geht gleich los am Anfang hier mit einer kleinen Frage von euch. Und zwar ist die erste Frage von Anton: Wie alt bist du? Und das kann ich beantworten. Ich werde 29. Für alle, die das jetzt schockt, ja. Das ist so. Ein alter Mann. Naja, so alt auch nicht, aber auch nicht mehr so jung, ne? Naja, hier Barcelona versucht uns so ein bisschen auszutricksen. Also die kommen da super gut durch, Pedro. Und zack, ist das Ding gleich am Anfang drin. Wir freuen uns natürlich einen krassen Keks. Ich weiß auch nicht, warum wir Pedro da haben vorbeikommen lassen. Da das Tor, die lange Ecke war offen und bam. Steht's einfach mal 1-0 für den FC Barcelona. Die spielen zu Hause, sind natürlich dadurch auch super stark. Ist ja natürlich klar. Niang wird dort geschickt, aber Victor Valdez steht natürlich exakt genau richtig. So, die nächste Frage von Flavio. Hast du Instagram? Ja, hab ich. Und heißt einfach auch nur Otaldo bei Instagram. So, und hier kullert mal bei einer schönen Chance der Ball einfach am Tor vorbei. Hätte auch gerne im Tor landen können. Lionel Messi ist nicht vom Ball zu trennen, der dribbelt und dribbelt und dribbelt und dribbelt, egal wo ich hingehen will. Die Mannschaft hat einfach keine Chance, da irgendwie ranzukommen. Tja, so ist das. So ist das hier. Für uns aber nicht weiter schlimm, denn es steht ja nur 1-0 und Courtois, nicht Hugo Lloris, steht ja am Tor, passt dort gut auf. Ja, Angel Correa, jetzt hier. Am Ball. Wohin geht die Pille? Die Flanke sollte irgendwie zum Mittelpunkt gehen, geht aber irgendwie zu De Chilio. Warum? Kann ich nicht beantworten. Ich weiß es ehrlich gesagt echt nicht, was da das große Problem war, warum wir die Flanke da zum Mond geschossen haben. Hier, Niang, zack, schießt den Torwart an. Er hätte ihn nach oben ablegen können oder sonst wie. Eigentlich hätte er da den auch schon reinmachen müssen, aber naja. Deswegen haben wir hier die Ecke. Flanke kommt sehr schön, Varane. Kurzuma und... Was war da los? Kurzuma trifft in der 45. Minute. Ich glaube, der eigene Mann, der Verteidiger, war es Piqué oder so, war da noch irgendwie selbst dran und dadurch ist der Torwart nicht hingekommen. Das müssen wir nochmal ganz kurz sehen. Ich glaube, erstmal, erster Kopfball, zweiter, bumm. Ja, eigentlich haben wir den auf das Gesicht gedrückt und damit steht es jetzt 1-1. Sehr, sehr schön, da werde ich ein bisschen aggro. Grätscht die Leute um. Es gibt Freistoß für FC Barcelona und auch eine gelbe Karte hier für Angel Correa. Ja, okay. Sergio Busquets verliert den Ball. Anthony Martial holt sich die Pille, läuft und läuft und läuft, beziehungsweise kriegt sie. Spielt den Ball ab zu Niang, der kommt nicht ran. Correa, Jesse Rodriguez nochmal mit dem Schuss. Jesse, wer macht es? Pogba! Nochmal auf Correa, hat bisschen Platz und drin ist die Pille. 2-1 in der 51. Minute, super gut. Dass wir hier zwei Tore auswärts schießen, ist schon mal mega geil. Das ist einfach toll, das ist super. So gehört es sich. 52. Minute oder 51. Minute. Und zwei Minuten später. Lionel Messi ist irgendwie so gut wie gleich durch. Hat da ein bisschen Platz, gibt ab auf Sergio Busquets und bam, ist die Pille da drin. Es ist echt einfach unglaublich. Man kann Messi irgendwie nicht vom Ball trennen. Das sieht so, es sieht so leicht aus. Der läuft da so ganz langsam, so. Ich krieg den nicht. Ah, ich weiß auch nicht. Und dann steht natürlich Busquets da einfach frei. Und damit steht es hier 2-2. David Alaba probiert es nochmal mit dem Fernschuss. Ja, aber der war offensichtlich nicht so wirklich erfolgreich. 61. Minute, Messi haut, oder wir fallen um Messi herum, ich habe keine Ahnung, darum muss ich Pedro erstmal bremsen, damit da nichts Schlimmeres passiert. Es war echt irgendwie sehr übel. Irgendwie, wir fallen da um Messi herum oder so, ich habe keine Ahnung, was die da sich ausgedacht haben. Also mit der Impact Engine finde ich manchmal ein bisschen sehr suspekt. So, zack. Und die nächste Chance hier für Barcelona, also die nerven richtig stark, also sind natürlich zu Hause super krass gut drauf und wir haben da das Glück, dass Messi dort nicht trifft an der Stelle. Wird gewechselt, Xavi für Busquets, Sanchez für Alaba
Und jetzt wechsle ich auch nochmal was aus. Ich habe ja hier Bacali. Und der brauchte irgendwie mal einen Ersatz, weil es ist einfach echt zu heftig, wie kaputt er ist. Niang ist jetzt drin. Ich habe nicht die richtigen Ersatzspieler sozusagen aufgestellt, weil ja auch manchmal eben die Ersatzspieler und die ersten Spieler in Anführungsstrichen gleichzeitig auf dem Feld sind, weil wir einfach insgesamt einfach viel zu ausgelaugt sind. Das nervt mich tierisch halt, dass wir so viele Spiele halt hintereinander haben oder eben, dass unsere Spieler da halt so mega kaputt sind. Ne? So, die nächste Frage ist, wie wurdest du Let's Player und persönlich, was hast du oder was für ein Auto fährst du wegen hier der Geschichte mit der Polizei? Einmal ganz kurz, ich fahre das Auto meiner Eltern, die haben da so einen ganz kleinen Pupswagen und Let's Player wurde ich dadurch, dass ich angefangen habe auf YouTube Videos zu machen. Komisch, ne? Ja, und wie kam das, dass ich das überhaupt gemacht habe? Ich habe halt zuvor Let's Plays entdeckt. Irgendein Heavy Rain Let's Play habe ich entdeckt von einem deutschen Let's Player, der aber auf Englisch alles kommentiert hat. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Auf jeden Fall habe ich den entdeckt und dann habe ich andere Let's Plays gefunden, nämlich von SmartyLP und von German Let's Play. Und dann habe ich dadurch irgendwann mal das so alles richtig kennengelernt und dachte so, oh cool, kannst ja auch irgendwann machen. Hab ein halbes Jahr später dann erst angefangen mit den Let's Plays oder sogar noch länger, weiß ich nicht genau, mit dem Dambo zusammen. So, hier, wir spielen gegen La Spezia und fangen gleich richtig gut an. In der zweiten Minute macht El Sharabi wunderschön das Tor. Ein sehr, sehr schönes 1-0 wird dort sehr schön in Szene gebracht und ja, macht einfach die Pille rein. Nochmal hier El Sharabi, zack, leider nicht drin. Aber es gibt hier die Ecke. Ich hätte vielleicht noch einen Millimeter gehen können, dann hätte El Sharabi ihn wahrscheinlich wirklich reingemacht. Ja. Mario Balotelli auf El Sharabi, auf die lange Ecke, immer entgegen dem Torwart köpfen. Dann geht das Ding irgendwie fast 100% rein. 2-0, hier nach 10 Minuten. Aber ich muss euch warnen, es ist noch nicht vorbei, das Spiel. Nicht, dass ihr denkt, langweilig. Nein, 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 das nicht. Aber ja, hier vielleicht so zwischendurch, falls euch das oder wenn euch das Let's Play gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich super doll freuen. Das hilft mir und dem Let's Play. Ich möchte natürlich, dass wir viel mehr Zuschauer irgendwie kriegen. Und da ist es auf jeden Fall ganz, 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 ganz doll wichtig, dass ihr das Let's Play unterstützt mit euren Daumen nach oben. Und eventuell, falls ihr wollt, dass das noch mehr Leute sehen, vielleicht erzählt ihr euren Kumpels davon, teilt vielleicht auf Facebook oder so oder auf Twitter oder wo auch immer. Wäre halt mega, mega cool. So, und inzwischen ist La Spezia irgendwie zurückgekommen und macht hier einfach mal trollololol zwei Tore rein. Und ich dachte so, das kann doch nicht sein. Wir haben so gut angefangen und steht hier plötzlich 2-2 nach 24 Minuten. Hier die letzte Frage für heute, die schwarze Maske. Glaubst du, dass Shaqiri eine Zukunft für Bayern hat? Und ich sage da einfach mal ganz klar, ja, glaube ich. Der ist ein junger Spieler. Robben ist natürlich auch irgendwann nicht mehr wirklich zu gebrauchen. Ich denke mal, dass der auch bald komplett abgelutscht ist. Also, weil der ist halt sehr verletzungsanfällig und wird auch ein bisschen älter inzwischen. Also, ich glaube, der wird da wohl auch in die 5 Jahre noch das rechte Mittelfeld bedienen können. Und Shaqiri ist ein starker Spieler. Ich denke, der wird auch in Zukunft bessere Möglichkeiten haben, auch was seine Einsatzchancen betrifft, halt, dass er vielleicht auch irgendwie, ja, irgendwann so eine Robben-Ersatz sozusagen ist. Obwohl man ja nicht von festen Plätzen ausgeht, ne? Also das ist ja bei dem aktuellen System von Bayern München ja nicht so, dass die da irgendwie feste. Ah, das ist ein super Tor, ein super Eigentor, mega geil. Eigentlich hätte das Ding vorher schon drin sein müssen, aber Fayet macht es dann rein. Aber ja, also ich glaube, Shaqiri hat da schon eine gute Chance. Ihr könnt ja selbst mal dazu was in die Kommentare schreiben, falls ihr da irgendwie andere Meinung seid oder vielleicht gleiche Meinung oder einfach darüber reden wollt, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und es ist einfach wunderbar, wie sie da ausgleichen. 69. Minute, Kopfball drinnen. Ja, so schön und einfach ist es manchmal, ne? Aus 80 Kilometern Kopfball reinzumachen. Wenn ihr selbst noch ein paar Fragen habt, die ihr mir stellen wollt, lasst die gerne hier im Video in den Kommentaren drin. Würde mich super freuen, wenn ihr das macht. Und das war's mit dieser Folge im Prinzip. Wir spielen hier 3-3 unentschieden. Und ein bisschen ärgerlich. Eigentlich hätte ich da ein bisschen mehr erhofft und auch erwartet. Der Gegner war eigentlich nicht so stark.
Aber wir haben da irgendwie gepennt. Wir haben da einfach ganz komisch gepennt. Ich weiß nicht wieso. Auf jeden Fall geht es in der nächsten Folge gegen den FC Barcelona. Und wie es da ausgeht, erfahrt ihr dann beim nächsten Mal. Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, das Video zu bewerten. Das wäre zumindest mega spitze. Also bis dann. Tschüss. Das war's auch schon wieder für diese FIFA 14 Karrieremodus-Folge mit dem AC Milan. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Und ja, wenn ihr nichts mehr von uns verpassen wollt, dann vergesst auch nicht, uns zu abonnieren. Interessant könnte für euch sein unsere Facebook-Page, denn da haben wir immer aktuelle brandheiße News. Geht dazu einfach auf facebook.com/zockerdudes. Ja, das soll es doch erstmal gewesen sein für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Also, bis morgen, Freunde!